Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Abenteuer hier in TS Classic. Wir sind heute mit der Class 52 unterwegs und fahren bis nach York auf der Harrogate Loop, glaube ich, heißt die Strecke hier. Also beziehungsweise wir machen halt hier eine Rundfahrt von York, wenn man so möchte, nach York. Das ist ein kompletter Loop. Ist mir jetzt gerade eingefallen. So, um das mal hier anzuschauen. Wir fahren hier quasi da einmal komplett im Kreis rum. Ist aber eine mega schöne Strecke. Hat mehrere Viadukte, schöne Tunnel, viele Stellen, wo man Gleise sieht, die halt nicht mehr verwendet werden. Und ja. Hier in York ist es ein bisschen laut. Rein von den Soundeffekten her. Aber danach geht es eigentlich ganz gut. Ja, wir haben hier den Western Champion. In dem Orange-Braun bin ich auch noch nie gefahren. Aber wird spannend. Wir haben Wagen von Armstrong Powerhouse hier hinten dran. Sogar auch in Braun. Und ist relativ lang. Sogar ein blauer hier noch mit dabei. Buffett Restaurant Car. Und hier in York selbst ist auch ein bisschen was los. HST steht da. Ja, das war's eigentlich. Oh, was Modernes hier mal. Nice. Okay, gehen wir in unsere Lok rein. Hier ist eigentlich soweit alles bereit. Lichter haben wir vorne eh keins, beziehungsweise ist eh schon an. Aber warten wir jetzt eigentlich nur noch auf die Abfahrt. Also einen Teil der Strecke bin ich schon mal abgefahren in dem Szenario. Einfach um zu schauen, dass auch nichts fehlt, dass alles läuft. Hab keine Fehler gefunden. Dann haben wir gedacht, ja, jetzt fahren wir hier. Die Variante ist übrigens die gepatchte Variante von Armstrong Powerhouse mit dem besseren Sound und ja, Partikeleffekten hier. Ganz schön am Rumrusen. Bei einer Fahrt gibt es dann natürlich wieder Fakten über die Class 52 und über die kleine Strecke hier. Aber erstmal bin ich noch da. So, jetzt kannst du es eigentlich mal langsam fertig machen zur Abfahrt. So, First Application. Von den Infos her gibt es nicht sehr viel, außer dass wir eigentlich hinterm Fahrplan sind, eigentlich geplant wäre. Können wir hier auf Running gehen. Ist ja eh flach hier. Und Abfahrt. Also für das, dass die Lok zwei Dieselmotoren hat, ist sie überraschend leise. Ja, und für alle, die es noch nicht wissen, die Class 52 ist keine dieselelektrische, sondern dieselhydraulische Lokomotive. Ein bisschen anders vom Antrieb her. So, gehen wir ein bisschen mehr Schmackes. Ja, unterwegs während der Fahrt werden wir einige Male anhalten. Ist aber mehr so ein Scheinhalt. Und ich glaube, wir haben 3, 4 Zugbegegnungen. Alter Wasserturm da. So, hier gehen wir mal ein bisschen raus. Oh. Ganz schön am Rumrusen hier. Da freut sich der Umweltschutz. So.
ja, Full Throttle. Zeig, was du kannst. Ja, sieht schon cool aus. Oh, das ist auch ein geiler Anblick, wenn man hier so ein bisschen in der Kurve drin liegt. Ja, und für die Strecke an sich sind wir hier stark an der Belastungsgrenze. Also Höchstgeschwindigkeiten werden wir hier nicht erreichen. Mein Kollege. Aber ich meine, bei so vielen Wagen hier hinten dran. Ich wollte eigentlich mit zwei Klasse 50 fahren, aber sobald ich das im Editor gemacht habe und dann das Szenario gestartet habe, ist mir einfach jedes Mal der Rechner gerade instant eingefroren. Also zwei Klasse 50 vertragen sich irgendwie gar nicht. So, und da geht es auch in den Loop rein. Und in 1,2 Meilen unser erster Halt. So, da können wir eigentlich erstmal rollen lassen. So, der Halt ist der längste. Der wird jetzt 8 bis 10 Minuten ungefähr dauern. Wie gesagt, die müsst ihr nicht warten. Die schneide ich für euch und dann geht es gerade erstmal weiter. Und dann sind es eigentlich nur kurze Halte. Und das Ding ist, da vorne wird es dann gleich eingleisig. Und da warten wir jetzt auf den Service, der jetzt erstmal entgegenkommt. Wunderbar. Schauen wir, dass wir da kurz vor dem Signal anhalten. Dann heißt es warten. Sehr gut. Ja, wären wir hier. Ja. Oh, jetzt bin ich da noch hängen geblieben. Ja, super angehalten. Typischer alter englischer Bahnübergang. Das schaut schon irgendwie cool aus. Und da das kleine Häuschen, wo der Typ dann drin sitzt. In Poppleton. Okay. Ja, mehr gibt es eigentlich hier nicht wirklich zu sehen. Alte Bahnhofstation da. Überschaubar. Unsere Leute lassen sich erstmal hier gut gehen. Und ich würde sagen, ich werde mal für euch schneiden und dann geht es dann gleich wieder los. So, da bin ich auch schon wieder da. Und da wird es gleich der Gegenzug kommen. Ich habe auf der Karte geschaut, der ist jetzt ungefähr da hinten und kommt dann gleich hierher. Und dann können wir endlich losdüsen. Hoffentlich passiert sonst nichts in der Fahrt.
Also, hätte ich einen Wunsch für die Class 52, dann würde ich mich freuen, wenn da hier drin der Sound ein bisschen lauter wäre. Auch eben, wenn sie dafür bekannt ist, dass sie eigentlich sehr leise ist. So, Kollege, wo bist du? Was? Ich wollte gar nicht Gas geben. Ja, aber ich kann auf die Taste kommen. Aber so ein Partikelfilter wird dir schon ganz gut tun. Kann ich eigentlich so in den Wagen rein? Ich hab das. Ja, Tatsache. Ist nur ein wenig dunkel hier drin. Wollt ihr nicht lieber bei uns mitfahren? Ist der viel schönere Zug da. Als wieder mit dem komischen Regio, der da gleich auftaucht. Nö, gut, dann nicht. Aber ins Restaurant könnte man mal kurz reingucken. Ziemlich dunkel, keine Beleuchtung. Hier wäre vermutlich das Buffet. Schade, dass es nicht heller ist. Naja, ist wie es ist. Also, ihr könnt auch nur einsteigen, wenn ihr möchtet. Wir stehen hier noch einen Moment. Oh, du bist ganz schön oldschool. Aber schon cool, dass sie hier das sogar in der externen Kamera sauber modelliert haben. Motor natürlich. Ach, Tatsache. Die Motoren sind leicht angedeutet, damit man hier reinschauen kann. Cool. Da ist er ja. Gehen wir mal hier hin. Ja, mal kurz begrüßen. Was ist eine Class 152? Nee, 144. Nach York. So ein Pacer. Waren jetzt nicht mehr. Was sagt das Signal? Sagt Fahrt. Okay. Tschüss, Kowski. Geil. Ja, mein Geschmack ist. Also vom Sound her erinnert es sich teilweise an so ein Flugzeug, ein altes, wo so voll auf Touren ist. So, gehen wir mal auf maximale Touren. Knapp 1500 Umdrehungen. Kann ich eigentlich hier das Fenster aufmachen? Oder das? Nee. Schade. Ja, ab zum nächsten Halt in Hamilton auf der Plattform 2. Kriegen wir ein paar sexy Aufnahmen. Ah, ich will das nicht immer von da oben haben. Keine Ahnung, irgendwie so. Wunderschön. Aber da sieht man es jetzt ganz gut. Wir sind da mit Maximum Schmackes drin. Aber wir werden noch recht langsam schneller. Mal sehe ich in der einen Ansicht.
wie schwer wir sind? Nee, ne. Schade. So, irgendwo weiter vorne müsste dann links ein Gleis kommen, was nicht mehr in Benutzung ist. Es gibt auch immer wieder Anzeichen dafür, dass teilweise die Strecke hier vermutlich zweigleisig war. Ich habe es eh schon mehrmals gesagt, ich finde es mega spannend, wenn man dann irgendwie so Gleise sieht, die vor sich hinrotten oder überwuchert sind und man sich ausmalen kann, was dann wohl mal gewesen ist. Ob das die alten Signale nach wie vor noch dastehen? Ich würde es den Engländern zutrauen. Sicher eines der alten Bahnwärterhäuschen hier. Oh, mal schauen, ob das Gleis wirklich verpasst. Ich meinte, das wäre hier. Ach, da ist es ja! Da sieht man es ja. Ich hab's auch gewusst, dass es hier irgendwo ist. Und da ging's sogar irgendwo mal hier in die Industrie, so wie es aussieht. Alles dicht. Naja. Also ihr wollt ja auch mit dem nirgendwo. Ach, da war ja sogar ein alter Bahnsteig. Gar nicht aufgefallen. Oh, hier ist aber schon sehr lange nichts mehr gewesen. Schade eigentlich. Da ist ein kleines Häuschen mit einem eigenen. Ach, dahinter hat es noch was. Na, schade. Also wäre das mein Haus hier, ich würde das hier irgendwie sauber machen. Wenn man sagen könnte, ja, ihr könnt vielleicht noch was anhalten. Ach, das wäre es. Einen alten Bahnhof wohnen. Vielleicht sogar mit so einem Heritage-Anschluss. Ah, das wäre ein goldenes Ticket. Und dann noch eine Modelleisenbahn fahren. Irgendwie im Garten, neben der echten Eisenbahn. Könnte man eigentlich den Führerstand auch mal ein bisschen überarbeiten. Ein bisschen mehr Details und realistischer. Aber das ist Meckern auf hohem Niveau. Da habe ich schon Schlimmeres gesehen. Mein Kollege. Okay, dann lassen wir hier mal rollen. Und hoffen, dass ich hier den Halt nicht verpasse. Ah, da hört man schon das Bremsgeräusch von den Armstrong Powerhouse-Wagen. Ich habe ja je nach Wagentyp ein anderes Bremsgeräusch. Das finde ich mega geil. Inklusive das Klackern zwischendrin. Das nächste Gleis, was Disuse ist. Ich glaube, ich bin ja ein bisschen zu schnell.
Ja, nicht ganz disused. So, bitte anhalten. Ah, das wird kein sauberer Halt. Sorry. Mann, jetzt erzählen wir da den Spiegel. Okay, wie schaut das Ganze von außen aus? Ja, knappe Geschichte. Ja, kann man da durchgehen lassen. Okay, und hier, ja, einfach nur so ein Stumpfgleis. Na gut. So, weiter geht's. Bremsen bitte lösen. Möchtest du Gas geben, bitte? Danke. So, und im nächsten Abschnitt gibt es erstmal ein bisschen was Geschichtliches zu der Class 52, allgemein zu den Westerns und zum Harrogate Loop hier. Und dann komme ich wieder. Ich wünsche euch viel Spaß und hoffentlich erzähle ich auch keinen Blödsinn. Als die British Railways in den 1950er Jahren im Rahmen des Modernisierungsplans auf Dieseltraktion umstellte, entwarf sie eine große Anzahl von Lokomotivtypen und gab deren Entwürfe in Auftrag. Zu dieser Zeit hatten die Regionen der BR ein hohes Maß an Autonomie, was sich bis zu den bestellten Lokomotivklassen und sogar den Konstruktionskriterien für diese Lokomotiven erstreckte. Während fast alle anderen Lokomotiven dieselelektrisch waren, verfolgte die Western-Region eine Politik der dieselhydraulischen Traktion und nahm ursprünglich drei Klassen von Streckenlokomotiven in Betrieb. Eine Typ 2 und 2 Typ 4, spätere Bezeichnungen Class 22, Class 41 und Class 42. Unter dem Druck, den Übergang von Dampf zu Diesel zu beschleunigen, folgten 1957 Serienbestellungen für die Class 22 und Class 42 sowie eine baugleiche Class 43. Die steigende Nachfrage nach leistungsstärkeren Lokomotiven führte jedoch 1961 zu einer weiteren Bestellung von 74 dieselhydraulischen Lokomotiven mit 2700 PS. Als die erste Lokomotive im Dezember 1961, weniger als ein Jahr nach der Bestellung, von den Swindon Woods ausgeliefert wurde, war das die Geburtsstunde der Westerns. Der theoretische Vorteil des dieselhydraulischen Antriebs war einfach, er führte zu einer leichteren Lokomotive als ein entsprechender dieselelektrischer Antrieb. Dies führte zu einem besseren Leistungs-, Gewichtsverhältnis und verringerte den Verschleiß der Gleise. Leider hatte sie auch einige entscheidende Nachteile. Die Technologie hatte sich in Kontinentaleuropa, insbesondere in Deutschland, bewährt, war aber in Großbritannien neu. Damals galt es für die britische Regierung als politisch inakzeptabel, so kurz nach dem Zweiten Weltkrieg Schienenfahrzeuge bei ausländischen Unternehmen zu bestellen, insbesondere bei deutschen Firmen. Das führte dazu, dass die meisten Motoren und Getriebe im Vereinigten Königreich in Lizenz der deutschen Hersteller hergestellt wurden. Die robustesten hydraulischen Getriebe waren nur für Motoren mit einer Leistung von etwa 1500 PS geeignet. Um daher eine stärkere Lokomotive zu bauen, waren zwei Dieselmotoren und zwei Getriebe erforderlich. Das Getriebe hatte deutlich höhere Leistungsverluste als der dieselelektrische Antrieb, was einige der Vorteile zunichte machte und zu einem deutlich höheren Kraftstoffverbrauch führte. Die Erfahrung zeigte, dass die Bristol-Siddeley-Maybach-Motoren den Motoren der North British Locomotive Company, MAN, überlegen waren. Und obwohl die Verwendung von zwei Motoren in derselben Lokomotive neu war, brachte die Konstruktion keine unüberwindbaren Probleme mit sich. Letztendlich scheiterte das dieselhydraulische Experiment an den geringen Flottenzahlen, schlechten Wartungsbedingungen und Konstruktionsproblemen, nicht an der deutschen Herkunft oder der Entwicklung einer neuartigen Konfiguration. Das BR-Werk Swindon wartete alle dieselhydraulischen Lokomotiven und ihr frühes Ende führte zu einer deutlich geringeren Arbeitsbelastung und beschleunigte die endgültige Schließung des Werks im Jahr 1986.
da die Hymex und Warships bereits im Einsatz waren, sich aber für die Toplink-Dienste als zu schwach erwiesen, benötigte die Western-Region eine leistungsstarke Lokomotive für diese Züge. Bei den Prototypen befanden sich die Motoren hinter den Führerständen, aber die Lokführer empfanden dies als zu laut. Die Verlegung der Motoren in die Mitte bedeutete, dass die Lokomotive schwerer wurde, wodurch ein Teil der Vorteile der Konstruktion verloren ging. Im Betrieb erwies sich die Zweimotorenanordnung als vorteilhaft. Insbesondere konnten die Western-Lokomotiven in Situationen, in denen konventionelle einmotorige Konstruktionen die Rettung durch eine andere Lokomotive erforderlich gemacht hätten, mit nur einem Motor weiterfahren. Das schwerwiegendste Problem, das bei dieser Baureihe immer wieder auftrat, war die fehlende Abstimmung zwischen den Maybach MD-655 Motoren und den hydraulischen Dreiganggetrieben L630RV von Voith. Dies war ein Konstruktionsfehler seitens Voith. Die höchste Übersetzung des Getriebes war zu hoch für die Drehmomentcharakteristik des Motors. Das führte dazu, dass eine einzelne Lokomotive die angegebene Höchstgeschwindigkeit von 140 km pro Stunde nur schwer erreichen konnte. Dieser Umstand und die schädlichen Abnutzungen bei Höchstleistungen sprachen gegen einen weiteren Einsatz der Westerns im Spitzendienst. Als nach der Elektrifizierung der West Coast Main Line und den neuen Hochgeschwindigkeitszügen 50 Class 50 Lokomotiven zur Verfügung standen, konnten die von der Western-Region angestrebten Geschwindigkeits- und Komfortsteigerungen erreicht und die Westerns überflüssig gemacht werden. Gegen Ende ihrer Laufbahn wurden die Westerns alle nach Lyra, Plymouth, verlegt. Als die Westerns 1962 eingeführt wurden, verfügte die Western-Region über 226 dieselhydraulische und 10 dieselelektrische Lokomotiven. 1966 waren es 345. Anfang der 1970er Jahre wurde daher beschlossen, alle dieselhydraulischen Fahrzeuge aus dem Verkehr zu ziehen. Die Class 46 und Class 47 übernahmen den Personen- und Schwerlastverkehr, während die Class 25 die leichteren Aufgaben übernahm. Nach Fertigstellung der Elektrifizierung der West Coast Main Line von London nach Glasgow wurden die Class 50 der Western-Region zugeteilt. Die Einführung der Hochgeschwindigkeitszüge 3 Jahre später war der endgültige Sargnagel für die Class 52. In den Jahren 1968 bis 1969 erhielten die Westerns zusätzlich zu ihren Vakuumentlüftern eine Zugluftbremsanlage, wodurch sich ihre Lebensdauer im Gegensatz zu der ähnlichen, aber leistungsschwächeren Warship-Klasse deutlich verlängerte. 4 Lokomotiven der Klasse erhielten keine Doppelbremsen und gehörten zu den ersten, die ausgemustert wurden. Die Unterdruckbremsanlage wurde beibehalten und um die zusätzliche Ausrüstung einzubauen, musste einer der Kraftstofftanks entfernt werden. Wie bei den Warships erwies es sich jedoch als unmöglich, sie mit einer elektrischen Zugheizung, ETH oder Head-End-Power in der US-Terminologie, auszustatten. Mitte bis Ende der 1970er Jahre sah sich die Western-Region auf ihren wichtigsten Intercity-Verbindungen einem besonders starken Wettbewerb durch die Autobahn M4 ausgesetzt und innerhalb der BR war man allgemein der Meinung, dass auf der Hauptstrecke London-Paddington-Bristol erhebliche Geschwindigkeits- und Komfortverbesserungen notwendig waren. Das Fehlen von ETH bedeutete, dass die Western nicht die neu eingeführten klimatisierten BR Mark II-D-Wagen antreiben konnten. Ein Manko, das die mit ETH ausgestatteten Klassen 47 und 50 nicht hatten. Die höchste aufgezeichnete Geschwindigkeit mit einer Western-Lokomotive lag bei 164 km pro Stunde. Zwischen Sliff und Ealing erreichte der Zug auf einer Strecke von 20,6 km eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 161 km pro Stunde, während er einen Zug von Reading nach Paddington beförderte. Ein unbestätigter Augenzeugenbericht eines BR-Sekundärs besagt, dass 177 km pro Stunde erreicht wurden, als sein Lokführer einen Western-Lok zwischen Reading und Westbury fuhr.
Er erlebte, wie sich die Lokomotive von einer Seite zur anderen schüttelte, als 110 Meilen pro Stunde auf dem Tachometer angezeigt wurden. Die Harrogate Loop ist eine Bahnstrecke, die Harrogate, eine Stadt im Norden Englands, mit Leeds und Bradford verbindet. Sie wurde im 19. Jahrhundert gebaut und war ursprünglich Teil der Northeastern Railway. Heute wird sie von Northern betrieben, einem Bahnunternehmen, das in Nordengland und Teilen Schottlands tätig ist. Die Strecke ist etwa 27 Kilometer lang und verläuft durch die Landschaft des Nidderdale Areas of Outstanding Natural Beauty, einem Schutzgebiet für die Natur, das sich durch das Tal des Flusses Nidd erstreckt. Die Harrogate Loop bietet atemberaubende Ausblicke auf die umliegenden Berge und Flüsse und ist daher bei Touristen und Einheimischen gleichermaßen beliebt. Die Strecke wurde ursprünglich gebaut, um Harrogate, das damals als Kurstadt bekannt war, mit den größeren Städten Leeds und Bradford zu verbinden. Sie diente hauptsächlich dem Transport von Passagieren, aber auch Fracht wurde befördert. Im Laufe der Jahre wurde die Strecke mehrmals modernisiert, um den Bedürfnissen der Reisenden gerecht zu werden. Heute gibt es regelmäßige Züge zwischen Harrogate und den beiden anderen Städten, die von Northern betrieben werden. Die Harrogate Loop ist eine wichtige Verbindung für die Menschen im Norden Englands und bietet eine schnelle und bequeme Möglichkeit, zwischen den Städten zu reisen. Sie ist auch für Touristen eine Attraktion, die Schönheit der Landschaft genießen möchten. Es gibt mehrere Haltestellen entlang der Strecke, an denen Reisende aussteigen können, um die Gegend zu erkunden oder Spaziergänge zu unternehmen. In den letzten Jahren hat die Harrogate Loop jedoch auch einige Herausforderungen erlebt. Einige Teile der Strecke sind in schlechtem Zustand und es gibt immer wieder Verspätungen und Ausfälle. Dies hat zu Unzufriedenheit bei den Reisenden geführt und es wurde viel darüber diskutiert, wie der Zustand der Strecke verbessert werden kann. Um den Zustand der Harrogate Loop zu verbessern, gibt es einige Vorschläge, die von verschiedenen Interessengruppen gemacht wurden. Eine Möglichkeit wäre, mehr Geld in die Instandhaltung und Modernisierung der Strecke zu investieren. Dies könnte dazu beitragen, Schäden an der Strecke zu beheben und den Betrieb zu verbessern. Ein weiterer Vorschlag wäre, die Strecke zu einer Straßenbahnlinie umzubauen. Dies könnte den Verkehr verringern und den Transport für die Menschen in der Region verbessern. Ein weiterer Vorschlag, der gemacht wurde, ist die Einführung von Fahrgemeinschaften oder Carsharing-Angeboten, um den Verkehr auf der Strecke zu verringern und die Kapazität zu erhöhen. Es wurde auch vorgeschlagen, den öffentlichen Nahverkehr in der Region zu verbessern, indem man den Fahrplan optimiert und den Fahrpreis senkt. Insgesamt gibt es viele Vorschläge, wie der Zustand der Harrogate Loop verbessert werden kann. Es ist wichtig, dass alle Interessengruppen, einschließlich der Bahnunternehmen, der Regierung und der Gemeinden, zusammenarbeiten, um eine Lösung zu finden, die für alle Beteiligten gerecht ist. Nur durch eine Zusammenarbeit kann der Zustand der Strecke verbessert und die Unzufriedenheit der Reisenden reduziert werden. Und da bin ich auch wieder retour. Ich hoffe, das war informativ, was ihr gehört habt. Nehmen wir uns da vorne eine Langsamfahrstelle. Wobei, Langsamfahrstelle ist relativ, einfach nur 30 Meilen. Aber wirklich viel schneller werden wir hier eh nicht. Ja, wie ich schon gesagt hatte, die hat hier wirklich sehr zum Kämpfen. Ja, vielleicht ein bisschen weniger Schmackes hier.
Und da haben wir die 30er-Tafel. Ah, sieht schon cool aus. Ah, kleines Stellwerk hier. Ist ein netter Bahnhof hier. Schön ausdekoriert. So, dann gehen wir Maximum Schmackes. Ah, ich finde es immer ganz schön, wenn man einen Bahnhof ein bisschen ausdekoriert. Sei es mit Kunst oder vor allem durch Blumen, irgendwie Gestecke oder so. Statt dass man da irgendwie so einen Betonbunker hat, halt mit den wichtigsten, wie Fahrkarten hat, und man hat Werbung etc. Oh, cooler Kran. Ich habe ich schon mal gesehen. Auf der einen Heritage-Strecke da. Das glaube ich gibt es sogar in London bei der Tube einen Wettbewerb, wer der schönste Bahnhof ist. Und quasi die Bahnhofsangestellten schauen dann quasi, dass man halt wirklich den Bahnhof schön gestaltet mit Blumen und allem Möglichen. Das ist eine coole Sache. Da gab es, auf YouTube gibt es eine Serie, ich glaube die Tube heißt die. Die hat glaube ich über 6 oder 12 Folgen. Und da wird quasi der Alltag so zeigt von London Transport. Spannend anzusehen. Und da war unter anderem auch eine Episode bezüglich dem schönsten Bahnhof. Kann ich euch nur empfehlen, müssen wir danach suchen. Ist aber komplett auf Englisch. Und jetzt krebs wir da mit 34 Meilen einfach vor uns hin. Eigentlich noch interessant, jetzt irgendwie so eine Live-Mitfahrt mit einzublenden. Dann kann man sehen, wie authentisch die ganze Strecke hier ist. Was sind das eigentlich für blaue Boxen hier die ganze Zeit? Ich frage mich, ob die da wirklich sein sollen oder ob das ein Platzhalter für etwas ist, was mir fehlt. Weil das ist jetzt sehr störend, aber... trotzdem. Bei einer Strecke, ich glaube Alan Thompson Sim war es, da haben mir ein paar mehr Sachen gefehlt. Und da war irgendwie der Platz, hatte so kleine Milchflaschen. Das hat geil ausgeschaut. Okay, Harrogate. Die Station, nachdem der Loop hier benannt wurde, mit Einfahrt 20. Aber da halten wir nicht. Okay, gehen wir mit dem Gas mal ein bisschen weg. Ja, braucht es vielleicht noch ein bisschen mehr. Einsames Abstellgleis, wo schon länger nichts mehr gewesen ist. Okay, lassen wir mal ganz weg mit dem Gas. Hier scheint ein bisschen was los zu sein. Ich hab da aber noch ein Gleis hier links. Ja, da sag ich da auch noch eine kleine Abstellung. Als Depot oder was das war. So, ein bisschen mehr Schmackes bitte. Ah, schon eine größere Stadt, so wie es aussieht. Hallo, Stellwerk. Oh, holla. Muss aber eine große Hebelbank gehabt haben. Ja, auch da Abstellung. Dreifach. Sogar mit Durchfahrgleis hier. Boah, die armen Leute, die da oben wohnen. Jeden Tag Dieselgewitter unterm Arsch.
Also ich weiß nicht, was mit den Tunnelportalen hier los ist, aber irgendwie sehe ich da immer diese Felswand. Ja gut, gibt Schlimmeres, aber wäre schön, wenn es nicht so da wäre. Beziehungsweise, ich könnte natürlich auch mal Harrogate updaten. Ich glaube eben die vorletzte Version. Ist vermutlich behoben, aber ich bin da so faul mit Sachen updaten. Da, die Flaschen meinte ich. Interessant. So, nächster Halt, Leeds. 18 Meilen. Und nach Leeds, glaube ich, ist es dann schon... Naja, nicht direkt, aber dann kommt dann York. Und ich glaube, das ist jetzt dann der Part, wo wir dann ein paar richtig schöne Viadukte sehen werden und vor allem relativ lange. Hey, da kommt ja doch nochmal was entgegen. Moin, Kollege. Hat dich mal zurückgegrüßt. So eine Frechheit. 45. Ja, sind wir noch weit davon entfernt. Gehen wir mal in so eine Kamera hier weiter hinten. Oh, wie cool. Solche Ansichten sind schon irgendwie sexy. Ja, und der nächste Bahnhof. Den konntest du nicht lesen. Hä? Warum? Ach so, bei 20. Okay. Warum 20? Wird das eine super enge Kurve? Jetzt, wo es bergab geht, wo ich einmal Geschwindigkeit habe. Ja, gut. Dann bremsen wir halt. Oh, da haben wir schon das erste Viadukt hier. Schaut euch das an. Krass. Das sieht geil aus. Ja, doch. Sowas ist immer klasse, wenn man da mit dem Zug drüber fährt über sowas. Nice. Ich bin glücklich. Und davor die... Warum hat man das Viadukt nicht gleich da mit einer leichten Kurve gemacht? Anstatt dass er eine mega harte Kurve reinziehen. Nicht mehr das in der Ansicht hier geben. Ja, wir werden noch leicht schneller, weil das hier abschüssig ist. Die armen Schienen in der Kurve. Die leben bestimmt nicht lange. Gut. So, Maximum Geschmack ist. Ich weiß, ich müsste noch warten, aber ich würde hier gerne mal ein bisschen Strecke machen. Ja, und da hinten... Boah! Das ist ein Rustnebel! Das ist schon cool! Oh, shit. Also da hinten darfst du keine Fenster offen haben. Merken wir uns. Glas 52. Fenster zu. Was da steht mit dem Dampflok?
Wobei Dampflok, das riecht irgendwie gut. Ich mag den Geruch. Das war eigentlich noch eine schöne Strecke für eine Dampflok. Also die Szenerie wird auf jeden Fall für sich sprechen, und gerade die Viadukte. Gibt geile Fotomotive. Da vorne Halt? Ja, sieht so aus. Ob der auch noch benutzt wird? Ja, das sieht ziemlich modern aus hier. Ich glaube, da hält ab und zu noch was. Kennt ihr eigentlich auf YouTube die Serie vom Jeff mit den Least Used Stations in England? Die finde ich noch mega spannend. Also da geht er ja quasi von den einzelnen Bezirken durch, was halt quasi die Stationen ist, wo am wenigsten von den Passagieren her ist. Das ist interessant, was man teilweise sieht. Und boah, wie abgelegen der teilweise dann ist. Es gibt da auch einen Flughafen. Ah, mir fällt der gerade auch nicht mehr ein. Vor ein paar Tagen habe ich das Video dazu gesehen. Der ist ein bisschen abgelegen, aber sogar bei einer größeren Stadt, hat einen Bahnhof. Der Bahnhof ist aber knapp 1,5 Kilometer vom Flughafen entfernt und ist dediziert für den Flughafen. Hat aber keinen Busanschluss, das heißt, wenn du da mit dem Zug hinfährst, musst du dann zu Fuß zum Flughafen gehen. Und das Witzige ist, an dem Bahnhof hält nur einmal in der Woche ein einziger Zug und das nur in eine einzige Richtung. Das ist so quasi, also eigentlich wollte die Bahn den Bahnhof längst schon auflösen, aber das ist so ein Regierungsauftrag, dass sie da halten müssen, und jetzt machen sie halt den Minimum Effort, dann bleiben sie halt nur einmal in der Woche stehen, zu einer Uhrzeit in eine Richtung, also so dämlich. Und das hat der halt auch gemacht, und das ist sogar ein Bahnhof mit zwei Plattformen, und die zweite Plattform kommt man zumindest auf legale Weise nicht mehr drüber. Da hat es so eine Brücke oben drauf und die ist aber schon baufällig. Und haben sie gesagt, die sperren sie jetzt erstmal. Aber sie ist noch da. Ah, die Engländer. Ah, komisches Völkchen. Ich glaube, da geht's wieder bergab hier. Ich werde nämlich die Leistung ein bisschen wegnehmen. Und den Dieselmotor schon. Ist auch bestimmt nicht gesund, da die ganze Zeit auf 100% zu sein. Aber ich glaube, Schaden ist jetzt hier nicht simuliert, wie bei den anderen Pro-Sachen. Na, der Mainzinner geht aber schnell nach unten hier. Wirklich mitten in der Pampa. Eine Regionallinie. Und der nächste Halt. Der... Hä? Sag mal, raucht's da? Tatsache. Das Auto raucht? RAC. Was ist RAC? Okay, ist das irgend so ein Pannendienst, so wie der ÖMDC oder ADAC? Kein Plan. Gehen wir wieder zu unserem Zug hier. Ach, da ist das Portal wieder okay. Spannend. Aber auf der anderen Seite nicht, ich hab's gerade gesehen.
ganzen Stunden, was man hier verbracht hat, die ganzen Sachen zu platzieren. Hat sich aber gelohnt. Ich glaube, da müssen wir wirklich... Oh, geil. Schönes Viadukt hier. Ich glaube, da müssen wir schon eine echte Passion haben, um so Karten hier zu machen und das dann auch schön auszudetaillieren. Und viel Geduld. Ist vermutlich ähnlich wie bei mir in Transport FIFA 2, wenn ich da Schönbau mache. Da bin ich ja dann Stunden beschäftigt und dann auch mit einem super kleinen Abschnitt noch dazu. Transport FIFA müsste ich jetzt auch mal wieder eine Episode machen. Habe ich jetzt schon lange nichts mehr gemacht. Mir hat jetzt recht lang die Musik fehlt. Ich habe aber keine Idee, wie ich jetzt da schön weiterbauen sollte. Und da will ich halt wirklich nur dann schön bauen machen, wenn ich jetzt da wirklich voll die Muse drin habe und die Lust habe. Und dann baue ich da mal schön das, statt dass ich mich irgendwie zwinge und sage, alle zwei Wochen oder jede Woche muss da die Folge rauskommen. Und das macht dann irgendwo keinen Spaß mehr. Und ich will die Folgen ja machen, wo es mir Spaß macht. Und nicht, wo ich mir sage, ich zwinge mich dazu, die Sachen zu machen. Ich glaube, das merkt man dann auch in den Videos, was dann halt ohne Spaß macht. Also. Und dann die Folgen halt mal ein bisschen länger. Stichwort Schwimmbau. Oder wenn man wieder bei Railroads Online. Ich hätte so gern mehr Assets, um da rumzubasteln. Das macht so richtig schön Spaß, da zu bauen, aber man hat einfach so wenig Arbeitsmittel, mit dem man halt arbeiten könnte. Ich meine, und mit dem letzten Update, der mit dem Schneepflug. Das ist schön, dass wir jetzt einen Schneepflug haben, der nicht mal einen Effekt hat. Also, dass er vielleicht ein paar Partikeleffekte hat. Aber die sollten grundsätzlich erstmal an der Performance arbeiten und vor allem vielleicht mal irgendwie die abwechslungsreichere Karte oder so reinbringen, weil wir kriegen Fahrzeuge ohne Ende, aber das allgemeine Gameplay wird dann irgendwann langweilig. Du hast halt alles gesehen. Aber Thema für sich. Es ist aber ein langer Tunnel hier. Haben wir eigentlich... Wir haben ein Licht. Okay. Kommt da ein Zug entgegen? Ich glaube, da kommt ein Zug entgegen. Jo. War vermutlich wieder ein Pacer, aber konnte ich jetzt nicht ausmachen, was das ist. Okay. Und da wurde es dunkel. So ganz leicht sieht man es noch. Tunnelfahrten waren in TS Classic einfach noch nie geil. Jetzt frage ich mich schon, kommt das Portal jetzt mal irgendwann wieder? Oder war das eine schnelle Kurve, die wir jetzt irgendwie gefahren sind und deswegen ist das Portal weg? Leute, ich mache da mal ganz kurz einen Cut für euch und dann sehen wir uns außerhalb des Tunnels wieder. Okay, und da bin ich wieder. Das Tunnelportal ist tatsächlich mal aufgetaucht, nach einer kleinen Weile. Weiter geht's in der Fahrt. So, raus aus der Pause. Ja, okay, in die Richtung. Schauen wir lieber nicht. Keine Szenario-Bugs hier. Aber ich muss sagen, hält sich eigentlich in Grenzen. Beides gehen passt eigentlich alles. Ja, nochmal 45 Meilen pro Stunde Begrenzung. So, first application. Bremsen wir runter. Ja, vielleicht ein bisschen mehr.
Okay, was haben wir hier Schönes? Ja, vielleicht wieder bremsen. Haben wir da so eine kleine Abstellung hier. Ah, ist doch nett da. Meine ganzen Blumen. Gefällt mir. Ja, da werde ich dann... Okay. Haben wir jetzt nicht gesehen. Maximum Schmackes, bitte. Ah, diese Rauchwolken. Aber werden die dann nicht irgendwann mal weniger, wenn die Maschine so richtig heiß ist? Und vor allem schon ein bisschen gelaufen ist? Ich dachte, das wird dann weniger. Aber da bin ich kein Experte, was das betrifft. Ganz schön steile Brücke hier. Sind das jetzt hier schon die Vororte von Leeds? Und sind immerhin nur noch 5 Meilen. Ah, wir waren zu schnell hier. So, gehen wir mal ein bisschen nach hinten im Zug hier. So. Es gibt leider keine Innenansicht. Das wäre halt doch schön gewesen. Oh, shit. Warum ABS? Hä? Kommt ein 30er? Aber 60er hat man jetzt ja schon. Okay. Leute, ich muss mal ganz kurz einen Cut machen. Ich bin gleich wieder bei euch. Okay, bitte entschuldige die kurze Unterbrechung. Geht auch schon wieder weiter. Ah, leichte Bremsung hier. Was? Was ist das für ein Club? Der Fitbus Social Club. Dreht sich die... Ja, die trennt sich zu mir. Okay. Ist gerade volles Fest am Laufen, hä? War das die alten Retro-Grafiken? Fußball spielt man nicht mit diesen Klamotten, wollte ich da sagen. Ist ein bisschen anstrengend. Holy shit. Kamera. So, lass mal wieder ausrollen. Bin schon mal gespannt, wie es mit TS Classic weitergeht. Ich meine, im Dezember gab es ja einen Update-Post von After Games, dass sie ja dran sind, hier mehr zu machen. DirectX soll ja hochgepusht werden auf DirectX 12. Und Performance-Optimierungen, also vor allem Performance-Optimierung braucht das Spiel ganz, ganz dringend. Ich meine, dass ich jetzt hier mit der Vulkan-Engine fahre, das ist ja so ein Mittel zur Not, weil ansonsten die Performance am Arsch ist. Und auch jetzt hinter mit der Vulkan-Engine. Und in dem Part 30 FPS bei der normalen Engine gar nicht möglich. Und das mit einem Hochleistungsrechner. Ich meine, das Spiel war für Rechner gemacht aus den Jahren 2003, 2005, so in der Gegend. Total veraltet. Oh, nächste Viadukt hier. Sieht geil aus. So, ein bisschen mehr bremsen. Oh, jetzt hier bei Leeds. Freut sich die Performance. 45, 25.
aber wir haben Einfahrt. Vorerst. Und da wären wir eigentlich durch den Loop schon durch. Jetzt folgen wir der Hauptstrecke wieder. So, ein bisschen runter. 35, dann 25. Oh je, und da wendet sich das Alter vom Spiel. 36 FPS gerade. Nicht sehr schön. Hier ist aber sehr viel nix hier. Ja, damit herzlich willkommen hier in Leeds. Wo es einen Kanal gibt. Den Kanalboden. 15 bei der Plattform. Alles klar. Mal kurz ankündigen. So, da. Dann schauen wir, dass wir jetzt hier nochmal sauber anhalten. Und dann ist es auch erstmal das Ende unserer Reise. Ja, ja, ist ja gut. Oh, also in Leeds ist die Performance echt am Arsch. Jetzt sind es 24 FPS. Und man geht wieder rauf auf 35. TS Classic Alltag halt. Okay, dann wären wir da. Ich hoffe, die kleine Fahrt hat euch gefallen. War mal ein bisschen länger, aber wir sind den ganzen Loop abgefahren. Und sorry, dass es jetzt hier in Leeds, ja, ein bisschen Performance-Einbrüche hat. Aber dagegen kann ich jetzt wenig machen, außer die Grafik so weit runter zu drehen, dass es dann gar nicht mehr gut aussieht. Aber das ist keine Option. Also, lasst vielleicht einen Daumen nach oben da und dann sehen wir uns bei der nächsten Fahrt. Ich wünsche euch was. Bleibt gesund. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.